Die Firma Waffenschuhmacher aus Krefeld hat mir ja diverse Sachen zum Begutachten geschickt. Das Fastdraw-Holster des Herstellers Zytag habe ich euch ja bereits vorgestellt. Da gibt es im Anschluss, also stay tuned, ein kleines Update dazu. Mir hat aber auch die Firma Waffenschuhmacher ein weiteres Holster und Magazin-Pouch zugeschickt. Das möchte ich euch ganz kurz vorstellen. Und zwar das R-Defender, ebenfalls aus dem Hause Zytag. Das R-Defender ist ebenfalls ein Paddle-Holster mit Fingersicherungssystem. Dieses Modell ganz spezifisch, das ist ja das, was ich in dem ersten Video bereits erwähnte, ist aus der Modellreihe für Airsoft-Waffen. Inwiefern sich jetzt tatsächlich die Materialien, die für das Holster verwendet wurden, zwischen der Variante für dienstliche Verwendung, sportliche Verwendung und der für Airsoft-Waffen ist, mag ich ganz ehrlich gesagt nicht bewerten. Kann ich auch nicht sagen. Ich weiß es nicht, ob das eine einfach ein bisschen mehr Glasfaser verstärkt ist. Kein blassen Schimmer. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Modell R-Defender. Das gibt es auch für scharfe Waffen. Geliefert wird es, wie die restlichen Zytag-Produkte auch, in einer Ziploc-Tasche inklusive kurzer Anleitung und selbstredend dem erforderlichen Imbusschlüssel, um Einstellung an dem Holster vorzunehmen. Was hier nämlich auch geht. Sehr schön ist, sehe ich jetzt auch erst, dass auf der Rückseite sieht man die unterschiedlichen Möglichkeiten, die man bestellen kann und wie man das Holster auch montieren kann. Das heißt, ich habe hier ganz normal die Paddle-Version, wie es geliefert wird. Ich habe hier das Paddle, ich habe hier eine Gürtelmontagemethode, wie es jetzt zum Beispiel für das Universal Magazine Pouch gedacht ist. Wir haben hier einen Schultergurt, Oberschenkelmontage für taktisches und hier vielleicht interessant für die, insbesondere für die Airsoftler neben dem Teil hier, eine Mollebefestigung. Das heißt, ich kann das direkt an einer taktischen Molleweste befestigen. Denke ich mal, wäre für die Tacticooler unter euch eine coole Sache. Hier vorne drauf, etc. So, wie gesagt, ist ein Paddleholster mit Fingerverriegelung, analog dem Blackhawk Sapper. Dazu muss man, glaube ich, relativ wenig erklären. Aber hier gibt es eine ganz kleine Abweichung zu dem, die ich euch kurz erkläre. Ganz kurz, ich habe hier die Glock 17 nochmal ausgepackt. Sie ist leer. Ja. So, und zwar, wenn ich die Waffe holster, ist hier entgegen dem Blackhawk zum Beispiel der Druckknopf etwas weiter hier oben positioniert. Das heißt, wenn ich drücke, landet mein Finger auch tatsächlich am Rahmen beim Ziehen. Ich hatte manchmal den Eindruck bei dem Blackhawk-Holster, dass der Knopf einfach viel zu weit hier unten ist. Und mittlerweile gibt es diverse Stände in den USA, wo sogar das Blackhawk-Holster verboten wurde, weil die Gefahr, so dieser Standbetreiber und die ROs dort, dass die Gefahr wesentlich größer ist bei dem Blackhawk-Holster, dass beim Ziehen der Finger in den Abzug rutscht, durchgezogen wird, wenn die Waffe bereits durchgeladen wurde und man sich dann selber verletzt. Gibt es ja diverse YouTube-Videos dazu. Also, das hier ist das Zytag R-Defender. Was ich ganz ehrlich sagen muss, und das ist eben das, was ich jetzt nicht weiß, Produktion Airsoft-Waffen, Produktion scharfe Waffen. Ich finde, die Waffe sitzt ein bisschen arg locker hier drin. Das ist natürlich, sage ich mal, wenn man jetzt irgendwo in einem verdeckten Bereich unterwegs ist und die Kanone schlackert da drin rum, nicht ganz so prickelnd. Ich denke mal, für den Airsoft-Bereich allemal gut. Das kostet, glaube ich, um die 20 Euro. Irgendwas war das. Ich poste euch unten den Link zu dem R-Defender, wie immer, unten rein. Einer meiner Mitglieder aus der SLG hat das letzten Sonntag im Training, habe ich ihm das mal zur Verfügung gestellt zum Testen, mit einer Gen 5 Glock 17 und die passt ebenfalls. Das R-Defender Holster kann ebenfalls verstellt werden. Ist eigentlich sehr schön. Es hat hier innen drin eine Verzahnung und damit kann das Holster 360 Grad gedreht werden. Ich kann das also tatsächlich, wenn ich jetzt, das ist bei den Molle-Montage, Oberschenkelmontage, alle Montageoptionen, die es dort gibt, verfügen über dieses Verzahnungssystem. Und damit kann ich das auch, zum Beispiel jetzt bei dem Molle-System, ich hänge das hier oben rein und kann die Waffe dann in dem Winkel, in dem ich sie haben möchte, montieren. Genau dasselbe ist natürlich auch hiermit. Ich kann das Holster nehmen und kann es drehen und damit ein bisschen weiter hinten positionieren, um mehr in Schräglage zu bringen. Sehr schön durchdacht.
Hält auch richtig gut. Also das Ding ist wirklich pickelfest. Das SLG-Mitglied von mir hat es auch ein bisschen verstellt, dass es seinen Ansprüchen ein bisschen besser Genüge tut und ist damit eigentlich sehr, sehr gut zurechtgekommen. Ein weiteres Produkt aus dem Hause Zutag, das ich euch vorstellen möchte, ist das doppelte Magazin-Pouch. Magazin-Pouch ist gleich Magazintasche, Magazinhalter. Hier ebenfalls aus Kunststoff, aus einem weicheren Kunststoff, leicht gummiert und flexibel. Wird ebenfalls geliefert in einer Ziploc-Tüte und hinten genau die gleichen Montageoptionen, Trageoptionen, die anscheinend per Zubehör erhältlich sind, mit aufgeführt, was man hier verwenden kann. Auch hier habe ich die Möglichkeit, über eine Schraube in der Mitte dieses Verzahnungssystem zu nutzen und es zu drehen. Ich habe auch hier die Möglichkeit, und das sehe ich ganz ehrlich, weil ich habe mich mit diesem Thema Magazin-Pouches noch nicht so wirklich befasst, eine Schraube zum Einstellen der Haltespannung, dass ich also tatsächlich gucken kann, wie fest sollen die Magazine denn wirklich gehalten werden. Diese Pouches sind jetzt für die Glock 17 Magazine. Die sind ja ein ganz klein wenig dicker durch die Kunststoffummantelung. Ich habe es mal probiert und meine P07 Kadett Magazine passen dort ebenfalls rein, müssen noch ein ganz klein wenig zudrehen, aber diese passen ebenfalls, je nachdem, wie rum man sie eben reinsteckt. Die sind hier hinten, da wo sie natürlich die Schraube haben, ein bisschen enger. Ist eine sehr schöne Geschichte. Ich hatte sie gestern mal kurz an. Wäre durchaus eine Option, wenn man das Paddle weglässt, weil wie gesagt, ich persönlich bin kein Paddle-Freund. Insbesondere dann nicht, wenn man bedenkt, ich habe zwei Paddles nebeneinander und damit drücke ich das Ganze weiter auseinander. Wenn ich im Skisport unterwegs bin, habe ich durchaus vier Magazine am Mann, vielleicht sogar mal sechs, je nach Disziplin. Und dann komme ich mit den Paddles, dann habe ich ja quasi 360 Grad die Magazine und keinen Platz mehr für meine Kanone. Uncool. Aber es gibt die Option für knapp 10 Euro diese Gürtelklammer nachzubestellen. Und das ist eine absolut sinnvolle Option für dieses Pouch, wie auch für das R-Defender Holster. Achso. Einen habe ich noch. Ihr kennt ja aus dem letzten Video das Universal Magazine Pouch. Finde ich eine richtig geile Option. Ich bin jetzt hingegangen und habe die Gürtelklammer, Koppelklammer von dem Universal Magazine Pouch genommen und habe es an das Fastdraw-Holster montiert und das Paddle an das Universal Magazine Pouch. Und das Resultat finde ich sinnvoller als das Paddle auf jeden Fall, wie ich ja schon sagte. Es kommt dann so. Und hier muss man ganz ehrlich sagen, da sieht man mal, wie tief dann das Holster kommen kann. Ich bin jetzt in der untersten Schraubenstufe. Und das finde ich eine richtig, richtig gute Lösung als Alternative zu dem Paddle, was immer ein bisschen frickelig ist beim An- und Ablegen, finde ich. Insbesondere dann, da wenn ich auf dem Wettkampf fahre, habe ich durchaus zwei, drei, vier Waffen dabei. Und ich möchte die Holster möglichst ohne Werkzeug tauschen, einfach nur anstecken, festklammern, wie jetzt hier oder ähnliches. Ich möchte da eigentlich ungern mit irgendwelchen Verschraubungen wie bei dem Double Alpha PDR Pro 2 vorgehen. Ja. Und trotzdem kann ich hier sauber und flüssig ziehen. Ja. Es gibt eine ähnliche Klammer für dieses Holster zum Nachbestellen, habe ich gesehen. Nicht mit diesen sieben Löchern einstellbar. Muss man sich überlegen, ob man sich vielleicht gegebenenfalls, wenn man sich dieses Holster kaufen möchte, ich finde das ein richtig gutes Holster für die Glock, wenn man dieses Holster haben möchte, wäre es vielleicht eine Alternative, das Universal Magazine Pouch, wenn man das nicht, auch wenn man das nicht unbedingt haben möchte, vielleicht mitzubestellen und dann die Klammer umzusetzen und zu tauschen. Und dann hat man diese Klammer dran, weil ich finde die mit den Löchern, es ist vielleicht optisch nicht so toll. Aber ich habe die Möglichkeit, tatsächlich die Waffe sehr, sehr tief zu positionieren. Und das kommt gerade im sportlichen Umfeld ein bisschen angenehmer für das schnelle Ziehen, als wenn die Waffe viel zu hoch ist und ich dann erst recht sehr weit nach oben ziehen muss. So, das waren jetzt die Produkte aus dem Hause Zytag, die mir von Waffenschuhmacher aus Krefeld freundlicherweise zur Verfügung gestellt werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke mal, es werden weitere Holster und Gegenstände von dort von mir geprüft werden und reviewed werden. Es gibt da noch einiges von Zytag,
Insbesondere für die Glock, die man sehr schön reviewen könnte. Und ich würde mich freuen, wenn die Firma Waffenschuhmacher mir noch das eine oder andere zukommen lässt. In diesem Sinne, wir sehen uns.